Also geht ab. Peace von der Bohrendonner. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Heute geht es wieder rund in GTA, rund mit einem Panzer und rund mit einem Glitch. Dafür benötigt ihr einen Panzer. Ihr könnt natürlich auch andere Fahrzeuge nehmen, wie in diesem Fall einen Bus oder in diesem Fall, was da kaputt ist. Ja, ihr kennt dieses Fahrzeug oder dieses Fahrzeug, ja. Aber in diesem Fall, in diesem Video zeige ich euch das mit einem Panzer, wie ihr mit einem Panzer einen Wheelie ziehen könnt, wie ihr einfach mal über der Luft schweben könnt an der Stelle hier. Ich zeige das erstmal auf der großen Karte, wo die Secret Location sich befindet. Hier ist ein Burgerladen, ja, da kann man leider dennoch keine Burger kaufen. Hier ist einmal das Kino, man fährt hier lang, rechts rein. Ich zeige euch das mal kurz, dort ist der Burgerladen, man fährt hier mit dem Panzer rein, wieder hier und fertig. Hier ist irgendwas verbuggt. Ich bezeichne es als Bug-Glitch. So, wir fahren hier hin, geben ein bisschen Gas, dass er ein bisschen höher geht und ziehen einfach mit dem linken Analogstick nach hinten und wir ziehen einfach mal einen epischen Wheelie mit einem Panzer. Noch lockerer geht es gar nicht, egal wo ihr seid, hier geht es einfacher als noch nie. Okay, seid ihr durch? Zeige ich euch jetzt, wie ihr diesen Panzer zum Schweben bringt. Das heißt, ihr dreht diesen Panzer um und fährt einmal rückwärts gegen diese Mauer. So, ich versuche mein Bestes, hier dieses Mal hinzubekommen auf dem Video, aber ich drehe gerade mit dem linken Analogstick nach links und dann fällt er natürlich runter. So, Momento, ganz locker und easy. So, nein, 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 du bleibst hier oben. So, ich glaube, wir müssten das dennoch noch einmal machen, oder? Oder bleibt er so? Nee. Richtig verbuggt. Wir steigen einfach mal aus. Um zu gucken, was passiert. Ah. Ja, es klappt. Wunderbar. Guckt euch das einfach mal an, wie das aussieht. Man kann von unten einfach mal den Panzer anschauen. Natürlich, wenn er auf dem Kopf steht, natürlich auch. Aber hier in diesem Fall ist das wie so eine Panzerwerkstatt. Einfach mal angehoben, dass der Panzer einfach mal in der Luft steht. Einfach nur episch. Zum Einsteigen gehen wir einfach hier wieder hin, drücken Dreieck und sind einfach mal automatisch in den Panzer gespawnt worden. Wenn wir darauf keinen Bock mehr haben, können wir natürlich ein bisschen wackeln. So, und dann kommen wir wieder raus. Ganz locker und easy. Guckt euch das einfach mal an. So, ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Probiert es einfach mal selber aus. Es ist total lustig, mit euren Kollegen das zu machen. Ich habe das schon, bevor das Video da ist, habe ich das schon mit meinen Kollegen gemacht. Ja, das ist mein Kollege da oben. Mit ihm erstmal liebe Grüße. Und Dankeschön, dass du... Oh, Entschuldigung. Upsala. Es tut mir leid. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Auf jeden Fall. Peace. Ich bin jetzt weg. Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Euer Hochnummer Wanderler. Bis dahin. Und tschüss. When I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money in a thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. Robbie switch lanes, diamonds in my chain. Been around the world, all the hoes know my name. Call it automatic bang, bang, bang. It's that automatic bang, bang, bang.